Um vielleicht ein mögliches Missverständnis aus dem Weg zu räumen, der vielleicht durch den Titel entstanden sein könnte, ich werde heute Abend nicht über Fußball sprechen. Ja. Der Titel dieses Vortrags ist schon in die Programmplanung, wird ja immer lang Vorlauf geplant, eingegangen, bevor die Fußball-WM überhaupt begonnen hat. Ja. Also anscheinend hatte ich damals mit dem Titel eine gute Nase und ziemlich viel Vertrauen in die deutsche Mannschaft, sonst hätte ich diesen Titel nicht gewählt. Und ich bin eigentlich auch gar kein Fußballfan mehr, muss ich sagen, sicherlich mal gewesen, obwohl mir viele Einheiten das schrieb. Ich habe hier vor mal über 10 Jahren auch schon mal einen Vortrag gehalten über Radfahren, spirituelle Praxis und Radfahren. Damals habe ich in Hamburg gelebt und habe damals in dem Vortrag gesagt, diese Stadt Essen könne auf ein paar Dinge stolz sein. Einmal die Alte Oper, die Philharmonie gab es damals noch nicht, das Volkwang-Museum, dieses buddhistische Zentrum hier und den Mittelstürmer von Rot-Weiß Essen, der bei der ersten deutschen Fußball-WM 2 der entscheidenden Tore beigesteuert hat. Naja, also jetzt aber nun wirklich genug vom runden Leder und direkt ins Thema. Vertrauen. Vertrauen ist eine sehr wichtige menschliche Qualität, denke ich, und eine vielleicht noch wichtigere buddhistische Tugend, wenn man das so nennen mag. Ja? Ohne die im spirituellen Leben eigentlich gar nichts läuft. Ja? Das buddhistische Wort, was wir in Übersetzungen als Vertrauen übersetzt finden, manchmal wird es auch als Glauben übersetzt, manchmal eine Mischung von beiden, gläubiges Vertrauen. Ich habe auch schon gelesen, wie war das? Vertrauende Zuversicht oder vertrauensvolle Zuversicht. Das buddhistische Wort dafür ist, das Wort ist Sadha, ja, Doppel-D-H. So heißt es jedenfalls in der Pali-Sprache. Es gibt das gleiche Wort auch im Sanskrit. Da nennt sich das Shraddha. Sanskrit. Und in früheren Schreibweisen, die schrieb sich das ein bisschen anders, da wurde das immer mit so einem S und so einem Akzent drüber geschrieben. Ja? Also auch diese Schreibweise werden Sie finden. Das liegt nur daran, dass hier die Linguisten, also die Sprachwissenschaftler, haben sich, glaube ich, vor ein paar Jahren geeinigt, dieses Wort in alle europäischen Sprachen oder indogermanischen Sprachen so zu übersetzen, mit diesem SH und nicht mehr mit diesem S und dem Akzent darüber. Okay, das nur so nebenbei, wenn Sie mal Buddhistexte lesen, sich vielleicht über die unterschiedlichen Worte wundern, unterschiedlichen Schreibweisen wundern. Ja, Shraddha, Vertrauen. Vielleicht schauen wir mal bei uns mal an, was Vertrauen und Glauben eigentlich in unserer deutschen Sprache bedeutet. Ja, ich habe mal in so ein deutsches Universal-Wörterbuch geschaut und da finden wir für Vertrauen, ich zitiere, festes Überzeugtsein. Festes Überzeugtsein von der Verlässlichkeit einer Person oder Sache. Und für Glauben finden wir gefühlsmäßige, nicht von Beweisen, Fakten oder Ähnlichem bestimmte Gewissheit und Überzeugung. Ja? Wenn wir das mal so lesen, dann haben wir eigentlich auch schon Hinweise darauf, was Shraddha im Buddhismus bedeutet. Ja? Wer Shraddha besitzt, hat eine gewisse Festigkeit in seiner Überzeugung. Ja, er dreht seine Überzeugung nicht wie ein Mäntelchen im Wind und wird nicht von jeder Mode, jeder neuen Zeitgeisterscheinung oder seinen eigenen Launen und Stimmungen so hin und her gewedelt. Ja. Er hat also eine gewisse Standfestigkeit, könnte man sagen, aber wie stark die tatsächlich ist, ja, diese Standfestigkeit, das hängt vom Grad des Shraddha ab. Also Shraddha, denke ich, ist ja nicht nur so, entweder man hat kein Shraddha oder man hat es, sondern es ist auch so eine graduelle Qualität.
Und Vertrauen hat auch, das war auch in diesem Wörterbuchdefinition deutlich, hat auch eine gefühlsmäßige Qualität. Gefühlsmäßig. Ja? Also wenn man Schradar hat, wenn man Vertrauen hat, da sind nicht nur kühle, rationale Überlegungen im Spiel, obwohl Vernunft notwendiges Element von Schradar ist, sondern da sind eigentlich in erster Linie tiefe Gefühle in uns angesprochen, ja, die uns dauerhaft bewegen und unsere Energien mobilisieren. Ja. Und diese Gefühle sind keine Launen des Augenblicks, die so kommen und gehen, sondern diese Gefühle sind in einer inneren Gewissheit verbunden. Und aus dieser inneren Gewissheit heraus haben wir auch eine innere Unabhängigkeit. Ja. Sind nicht von den Zeitgeisterscheinungen, so, die uns darunter so segeln, so stark beeinflusst. Es gibt so eine etymologische Erklärung des Wortes Schradar und eine davon, danach besagt Schradar eigentlich, sein Herz auf etwas setzen. Sein Herz auf etwas setzen. Ich habe da mal so zwei Fragen angeschrieben, auf die Flipchart, können Sie vielleicht selber mal drüber nachdenken. Ja? Sind wir in der Lage, unser Herz auf etwas zu setzen? Und worauf setzen wir unser Herz? Also wenn man das hört, sein Herz auf etwas setzen, wird doch auch wieder deutlich, es geht um eine emotionale Qualität, unser Herz, ja, und die Fähigkeit, diese auch in Aktionen umzusetzen, das Herz auf etwas zu setzen. Also man hat nicht nur irgendwie so nette, schöne Gefühle, sondern das hat Folgen, wir machen damit was, ja. Und der Sanlakshita ist der Gründer unserer buddhistischen Bewegung, beschreibt Schradar auch gerne als, ich lese mal vor hier, emotionalen Katalysator. So aus der Zeit, als die Katalysatorautos gerade so aufkamen, denke ich mal, da hat er diese Wendung benutzt. Ja, also emotionalen Katalysator, der spirituelle Einsichten in Handlungen übersetzt. Emotionaler Katalysator, der Einsichten in Handlungen übersetzt. Ja. Auch hier, wenn wir das Wort nehmen, emotionaler Katalysator, denke ich mal so, das meint das Gleiche wie unser Herz, könnte man sagen. Und die Fähigkeit, diese Herzensüberzeugung auch in entsprechende Handlungen umzusetzen. Ich denke, wir alle tun das in gewisser Weise in unserem Leben, ja. Die meisten, denke ich zumindest, ist nur die Frage, worauf setzen wir üblicherweise unser Herz? Ja. Wahrscheinlich, wäre meine Vermutung, auf unseren Ehepartner oder Sexualpartner, auf unsere Kinder, auf unsere Eltern, auf unsere Geschwister, vielleicht auch andere Verwandte, die uns wichtig sind. Wir setzen unser Herz auf unseren Beruf, unsere Karriere, unser Eigenheim, unser tolles Auto, unser Aktienpaket oder Sparkonto, auf unseren Jahresurlaub, auf unseren Sportverein, auf unsere Nationalmannschaft, wieder im Fußball gelandet, ja, vielleicht auf Reisen in exotische Länder, ausgefallene Hobbys und so weiter und so weiter. Buddhisten setzen ihr Herz dagegen auf die sogenannten drei Juwelen, wie wir das in der buddhistischen Gemeinschaft nennen. Ja. Der Buddha steht für das Ideal von Erleuchtung, den Dharma, das sind die Lehren, die Methoden und Praktiken, die uns der Erleuchtung näher bringen. Und das dritte Juwel ist der Sangha, die spirituelle Gemeinschaft all derjenigen, die mit uns gemeinsam dem buddhistischen Pfad folgen. Ja. Also der Buddha verkörpert das Ideal menschlicher Vollkommenheit. Dafür steht das Buddha-Juwel, das Ideal menschlicher Vervollkommnung. Ja. Und Buddhisten glauben daran, ja, sie sind davon überzeugt, dass Siddhartha Gautama vor ca. 2.500 Jahren Erleuchtung erlangte
und nach ihm viele, viele andere. Buddhisten glauben daran, sind davon überzeugt, dass grenzenlose menschliche Veränderung und Entwicklung möglich ist, bis hin zur Buddhaschaft. Ja. Und Vertrauen in die Lehre des Buddha bedeutet auch, und vielleicht ist das eine Geschichte, die man oft übersieht, die ist eigentlich, glaube ich, viel, viel wichtiger, als manchmal so gedacht oder gesagt wird. Vertrauen in die Lehre des Buddha bedeutet auch Vertrauen in uns selbst. Finde ich ganz, ganz wichtig. Vertrauen in uns selbst. Vertrauen in unsere Fähigkeiten. Ja? Vertrauen, dass wir uns entwickeln können und das Gleiche erreichen können wie der Buddha. In diesem Zentrum rezitieren wir manchmal aus einem kleinen buddhistischen Ritual, ja, die sogenannten kleine Puja oder dreifältige Puja, jetzt genannt. Da gibt es einen Vers, der lautet: Was der Buddha erreicht hat, das können auch wir erreichen. Was der Buddha erreicht hat, das können auch wir erreichen. Und manche Menschen, das ist jedenfalls so mein Eindruck und meine Erfahrung, ich bin seit über 20 Jahren in dieser buddhistischen Bewegung, manche Menschen scheinen es schwierig zu finden, das zu glauben. Sie zweifeln an sich selbst, mangelt ihnen an Selbstvertrauen. Es gibt andere Menschen, oder vielleicht sind es auch sogar die gleichen, die bezweifeln auch die Aussage des Buddha, dass Erleuchtung möglich ist. Ja. Damit untergraben sie aber auch ihr Vertrauen, dass grenzenlose Entwicklung, ihre eigene grenzenlose Entwicklung möglich ist. Ja. Vielleicht, ich bin manchmal so ein Rätsel sozusagen, wo liegt das Problem oder was der Schlüssel für dieses Problem, dass manchen Menschen so spirituell an so Selbstvertrauen mangelt. Manchmal denke ich, liegt vielleicht daran, dass manche sich gar nicht entwickeln wollen. Hinter dem Zweifel ist eigentlich ein verstecktes Nicht-Wollen. Ja? Oder dass sie zumindest nicht das Bemühen auf sich nehmen wollen, ja? Das mit einer Selbstveränderung verbunden ist. Ja? Von nichts kommt nichts, in so einem Fall zu sagen. Also wenn man sich verändern will, muss man an sich arbeiten. Da ist eine Bemühung mit verbunden. Da führt kein Weg dran vorbei, denke ich. Und vielleicht wollen manche das nicht. Ja? Also ich weiß im letzten Endes auch nicht, warum. Für mich ist es auch so ein Rätsel, warum so Selbstvertrauen bei manchen Menschen so viel gesät ist. Wenn wir aber Shraddha haben, ja, dann könnte man sagen, beginnt damit eigentlich das spirituelle Leben. Ja? In der buddhistischen Tradition gibt es ein so ein Modell, wo ich heute auf den Vortrag gar nicht drauf eingehen will, den sogenannten Spiralpfad, ja, wo man sozusagen über sich entwickelt und dieser Spiralpfad kennzeichnet so bestimmte Entwicklungsstufen von immer ja, sich entfaltenden positiven Qualitäten und Emotionen. Aber der erste Schritt auf diesem Spiralpfad, das erste von diesen 12, die da erwähnt werden in diesem Modell, ist Shraddha. Ja, in Abhängigkeit von Unzufriedenheit entsteht Shraddha, kann Shraddha entstehen, nicht notwendigerweise. Und in Abhängigkeit von Shraddha, so geht es in diesem Modell weiter, dann kommt das zweite Kettenglied, entsteht Pramodia, Freude. Einfach aus der Logik heraus, wenn man gesucht hat und man hat was gefunden, worauf man sein Herz setzen kann und setzen will, entsteht Freude, weil die Suche ist in gewisser Weise zu Ende. Oder manches hat sich zumindest geklärt. Das Suchen geht in gewisser Weise weiter, aber eine bestimmte Grundfrage hat sich einfach geklärt. Und das ist die Basis für Freude als nächster Schritt. Okay, wie gesagt, ich glaube, auf diesen Spiralpfad würde ich gar nicht groß eingehen, aber was angekommen sein sollte, hoffe ich zumindest, mit Shraddha könnte man sagen, beginnt eigentlich das spirituelle Leben. Um vielleicht ein Missverständnis vorzubeugen, buddhistische Shraddha ist kein blinder Glaube. Ich überspreche jetzt mal hier blinder, kein blinder Glaube. Ja? Shraddha zu haben bedeutet nicht, etwas zu akzeptieren, das beweisen, belegen, verstandesmäßiger Prüfung oder gar unserer Erfahrung widerspricht. Weil wenn das anders wäre, dann würde man wahrscheinlich in so einer Art von Frommelei landen, Leichtgläubigkeit oder Dogmatismus. Ja.
Buddhistische Shraddha, buddhistisches Vertrauen, gründet auf drei Faktoren. Das ist, finde ich, ganz wichtig. Drei Faktoren, die zusammengehören und alle dabei sein müssen. Wenn nur eines ist, ist es eigentlich nicht richtig vollständig. Drei Faktoren. Das erste ist Intuition, also ein eher ahnendes Erfassen, ja? Direktes Überzeugtsein, ohne nachzudenken. Ja? Ich sage da gleich ein bisschen mehr zu. Zweiter Faktor ist unsere Vernunft, also rationale Prüfung. Und das dritte, der dritte Faktor, der Shraddha entstehen lässt und der Shraddha wachsen lässt, ist unsere eigene Erfahrung. Okay, ich sage mal was zu den drei Elementen. Intuition. Was damit gemeint? Wenn wir Shraddha besitzen, vielleicht auch nur in kleinem Ausmaß, dann könnte man sagen, fühlen wir uns angezogen von der Idee grenzenloser menschlicher Entwicklung. Wir fühlen uns angezogen von Erleuchtung, ja, und wir reagieren spontan, emotional, positiv auf diese Idee, ja. Oder wenn es keine Idee ist, wir fühlen uns vielleicht angezogen von einer Buddha-Statue. Muss nicht heißen, dass sie Ihnen gefällt, aber manchen gefällt sie. Ja? Oder müsste auch nicht diese sein, könnte irgendeine andere sein. Irgendein Bild vielleicht auch. Ja? Ein anderes Symbol für Erleuchtung, ja? Worauf Sie vielleicht resonieren. Ja? Und diese Symbole bringen möglicherweise eine Seite in uns zum Klingen. Also innerlich resoniert etwas in uns, lässt uns sich angezogen fühlen von irgendeiner Idee oder einem Symbol. Ja. Ich erzähle mal eine kleine Geschichte dazu. Ich war so vor knapp 20 Jahren in einer Therapiegruppe. Sie überlappte sich so ein bisschen mit meinen ersten Jahren von buddhistischer Praxis. Und ich wohnte damals hier im Vorderhaus in einer großen, recht großen Männerwohngemeinschaft, so 7-8 Leute. Und eines Abends hat mich mal jemand aus dieser Therapiegruppe besucht. Wir wollten zusammen essen gehen. Und ich sagte zu ihm so, Wolfgang, soll ich dir vielleicht mal das buddhistische Zentrum zeigen? Hast du Interesse daran? Ja, gerne, warum nicht? Okay, also wir sind dann von dem Vorderhaus hier rübergegangen, in diesen Schreinraum. Der sah damals auch schon ziemlich genauso aus wie jetzt. Nur ein bisschen neuer, renoviert. Der Raum ist jetzt schon so 20 Jahre alt. Und Wolfgang ging rein, stand da, so irgendwo, wo der hintere sitzt, und guckte. Und ich merkte, er war gerührt, er war angezogen. Ich habe dann auch gar nichts gesagt. Die Leute, die mich kennen, wissen, ich rede immer gerne viel, aber habe ich die Klappe gehalten. Ich lasse ihn einfach stehen. Er stand da, 5 Minuten, 10 Minuten. Ich guckte schon mal in die Uhr, ich denke, wir wollen doch eigentlich essen gehen. Ich war auch ein bisschen hungrig, hatte bewusst nichts gegessen, weil ich wusste, wir gehen dann zusammen raus. Und sagte zu ihm, Wolfgang, du, wollen wir essen gehen? Ach ja. Der war also völlig von dieser Figur fasziniert und ja, ist dann tatsächlich auch so, weiß ich nicht, genau so 1-2 Jahre lang hier regelmäßig ins Zentrum gekommen, auch auf ein paar Retreats. Also da hat offensichtlich dieses Symbol von Erleuchtung bei ihm was ausgelöst. Seiten in ihm haben angefangen zu klingen. Ja? Kann auch sein, diese, so eine intuitive Antwort könnte auch sein, dass wir auf Aspekte vielleicht der buddhistischen Lehre reagieren. Ja? Wieder mal eine kleine Geschichte von mir selber. Meine Begegnung mit Buddhismus hat eigentlich angefangen so vor 22 Jahren, davor gab es ein paar kleinere Sachen, aber die waren nicht so bedeutsam. Denn damals war ich in einem Volkshochschulkurs in Bochum und war da in einem Buddhismuskurs, in dem ich eigentlich gar nicht sein wollte. Interessierte mich überhaupt nicht, ich wollte nur ein bisschen Meditation kennenlernen, das sollte da auch stattfinden. Aber an einem Abend hat die Kursleiterin so relativ schnell und knapp die sogenannten 4 edlen Wahrheiten, wie man das im Buddhismus nennt, erläutert. Ja, also die erste edle Wahrheit, das Leben ist unbefriedigend. Du kannst machen, was du willst. Es ist unbefriedigend. Dukkha, wie man das nennt. Zweite edle Wahrheit, dass das so ist, dass wir leiden, dass wir unbefriedigt sind, liegt in erster Linie, nicht nur, aber in erster Linie an uns selbst, an unserem eigenen Geist. Wir wollen irgendwas haben
Und dann kriegen wir das nicht so, wie wir das haben wollen, deswegen sind wir gefrustet. Also unser eigenes Verlangen. Ja, das ist die zweite edle Wahrheit, das ist die Hauptursache für unbefriedigt sein. Die dritte edle Wahrheit ist ein Ausweg aus diesen leidvollen Situationen. Das, was man im Buddhismus als Erleuchtung bezeichnet. Und es gibt viertens einen Weg, der dahin führt. Den sogenannten achtfältigen Pfad. Das hat sie so relativ so ähnlich kurz und knapp, wie ich das jetzt gemacht habe, erklärt. Und mit der dritten und der vierten Ebene war ich, konnte ich nichts anfangen. Erleuchtung, wann ist das denn? Achtfältige Fahrt, noch nie gehört. Aber die ersten zwei Sachen, die sind sofort reingegangen. Sofort rein. Also, da war sofort, ich konnte sofort sehen, ja, das ist meine Lebenserfahrung, das Leben ist unbefriedigend. Und intuitiv, ich hätte es nicht rational begründen können, aber intuitiv habe ich sofort verstanden, das liegt in erster Linie an mir selber oder an meinem Geist, wie ich mit Sachen umgehe. Ja. Also die haben mich sofort angezogen. Ja, das wäre so eine Art von Intuition, nenne ich jetzt mal. Nur jetzt nicht auf ein Bild antworten, sondern auf eine buddhistische Lehre. Ja. Also da ist eine innere Stimme in uns, die innerlich sagt, also die was hört vom Buddha Dharma und sagt, das stimmt. Oder vielleicht ein bisschen vorsichtiger, da ist was dran. Ja, wir sind noch nicht sicher, ob es wirklich stimmt, aber wir merken sofort, da ist was dran. Das muss ich mir mal genauer angucken, muss ich mal genauer erforschen. Ja. Auch wenn, also das ist diese intuitive Reaktion, intuitives Ja sagen, auch wenn es wir mit unserem Verstand nicht begründen können. Ja. Intuitiver Funke von Shraddha. Ja. Samrakshita beschreibt Shraddha manchmal auch, so verschiedene Definitionen bietet er an für Shraddha, und weiter von ihm, wo er sagt, Shraddha ist die Antwort des Höchsten in uns auf das Höchste im Universum. Die Antwort des Höchsten in uns auf das Höchste im Universum. Ich denke, das deckt diesen intuitiven Aspekt von Shraddha ganz gut ab. Die zweite Basis von Shraddha ist Vernunft. Das ist wichtig, weil Intuition allein kann uns auch in die Irre führen. Ja? Unserer vermeintlichen Intuition zu folgen, bedeutet manchmal auch nur unseren Vorurteilen zu folgen, unseren emotionalen Gewohnheiten zu folgen. Ja? Und manchmal fallen wir mit unseren so spontanen emotionalen Reaktionen auch auf Scharlatane herein. Ja? Menschen, die zwar eine charismatische Ausstrahlung haben, auf die wir reagieren, ja, aber die unser Vertrauen eigentlich nicht verdienen. Ja. Also Shraddha bedeutet Vertrauen, bedeutet für Buddhisten deshalb nicht, unseren Verstand abzugeben. Denn das wäre blindes Vertrauen. Ja. Buddhisten versuchen möglichst genau zu wissen, und zu verstehen, soweit wir wissen und verstehen können, ja, was der Inhalt des Ideals ist, Erleuchtung, dem man da folgen will. Ja. Also man benutzt seinen Verstand und prüft zum Beispiel, was dieser Mann, den wir Buddha nennen, was der so sagte und tat. Ja. Man prüft die moralischen, intellektuellen und spirituellen Qualitäten des Buddha, soweit man das den Schriften, den historischen Quellen und der Überlieferung übernehmen kann. Also Shraddha schließt verstandesgemäße Prüfung keineswegs aus, sondern schließt sie ausdrücklich ein. Ja? Also man vertraut dem Buddha und seiner Lehre gerade wegen einer verstandesgemäßen Prüfung. Ja? Nicht trotz, sondern wegen einer verstandesgemäßen Prüfung. Ja? Mal ein Beispiel, wo man das vielleicht so deutlich machen könnte. Der Buddha selbst hat in einer Lehre hier beispielsweise 9 Kriterien erwähnt, an denen man einen voll Erleuchteten erkennen kann. Also hat 9 Handlungsweisen erwähnt, negativ formuliert, die ein Erleuchteter nicht ausführt. Ja? Wenn man also beispielsweise feststellt, dass ein spiritueller Lehrer gegen diese Kriterien verstößt, kann man daraus wohl schlussfolgern, denke ich, dass er zumindest kein voll Erleuchteter ist. Ja, kann trotzdem ein hervorragender Lehrer sein, ein spiritueller Lehrer sein,
von dem wir eine Menge lernen können, ohne Zweifel, aber dem, ja, ich nenne das jetzt mal vollen Erleuchtungstest, ja, hält er nicht stand. Ja. Also gebrauche deine Vernunft, gebrauche deinen Verstand, auch wenn du voller Schradar bist. Vernunft und Schradar gehören zusammen. Die dritte Basis von Schradar ist Erfahrung, auch ganz wichtig. Ja. Da, auch darauf gründet Schradar. Also wir sammeln Erfahrung mit der Lehre des Buddha und den empfohlenen Methoden und prüfen aufgrund unserer Erfahrung. Machen sie uns wirklich klarer, machen sie uns zufriedener, positiver, freundlicher, gesammelter, glücklicher und so weiter und so weiter. Ja. Also wir üben beispielsweise Meditation und prüfen die Wirkung von Meditation. Wir leben ethischer und prüfen anhand unserer Erfahrung, welche Auswirkungen das auf unser Leben und unseren Geisteszustand hat. Ja. Wir studieren buddhistische Texte und prüfen, ob ihre Aussagen sich mit unserer Lebenserfahrung decken. Ja. Ob diese Texte die Welt zutreffender beschreiben als andere Lehren. Ja. Okay, am Anfang des spirituellen Lebens haben wir natürlich noch keine eigene Erfahrung mit Buddhismus. Wie sollte das ja auch möglich sein? Ja? Also wir müssen am Anfang, müssen wir bereit sein, einen gewissen Vertrauensvorschuss zu geben, um mit buddhistischen Praktiken überhaupt anzufangen. Ja? Aber je mehr wir eigene Erfahrung machen, umso mehr wird unser Vertrauensvorschuss, der vielleicht am Anfang ein bisschen zögerlich war, durch eigenes Wissen und eine tiefere Überzeugung ersetzt. Es gibt einen sehr alten buddhistischen Text, das sogenannte Sutta Nipata, einer der ältesten, von allem, was man so textkritisch sagen kann, einer der ältesten, ursprünglichsten buddhistischen Texte. Und da sagt der Buddha, Vertrauen ist das Saatkorn. Mit Vertrauen fängt alles an, ohne Vertrauen passiert gar nichts. Aber wenn wir das Saatkorn haben, haben wir in gewisser Weise eigentlich schon alles. Haben wir eigentlich schon alles. Ja? Wir müssen das Saatkorn sicherlich bewässern, müssen es vor extremer Hitze und extremer Kälte schützen, es gut düngen. So mancherlei Unkraut, das so drumherum wuchert, herauszupfen. Ja? Aber ansonsten können wir eigentlich Vertrauen in den natürlichen Wachstumsprozess haben, wenn wir einmal dieses Saatkorn haben. Ja. Am Anfang unserer spirituellen Suche wissen wir wahrscheinlich noch nicht, worauf wir unser Herz setzen sollen. Ja. Aber vielleicht wissen wir zumindest, was unser Lebenssinn nicht ist oder worauf wir eigentlich unser Herz klugerweise nicht setzen sollten oder nicht mehr setzen sollten. Vielleicht wissen wir zumindest das. Ja? Also wir machen den ersten Schritt ins spirituelle Leben, könnte man sagen, wenn in uns der Wunsch entsteht, an uns zu arbeiten, uns geistig zu entwickeln in gewisser Weise in Abhängigkeit von Unzufriedenheit. Von Unzufriedenheit mit der gewöhnlichen Welt um uns herum, und auch der Unzufriedenheit mit uns selbst, mit dem, was wir zurzeit noch sind. Also insofern ist Unzufriedenheit manchmal auch eine positive Quelle, weil sie lässt uns auf die Suche gehen nach was anderem, lässt uns bereit sein, nochmal was Neues auszuprobieren. Vielleicht wieder ein eigenes Beispiel von mir. Ja, es ist so 22 Jahre her. Ich hatte gerade schon erwähnt, dass ich damals vor gut 20 Jahren in einer Therapiegruppe war. Und da habe ich eine Menge gelernt. Da bin ich auch dankbar für. Ich möchte das auch nicht missen, was ich da in den 3 Jahren da so gemacht habe. Aber mir wurde schon relativ schnell klar, so nach knapp einem Jahr, es gab keine Antwort auf existenzielle Fragen. Die bekam ich da eigentlich nicht. Habe da auch psychologisch sicherlich eine Menge gelernt, aber existenzielle Antworten bekam ich nicht und das hat mich auf die Suche gehen lassen. Als Ergebnis bin ich ja in diesem Volkshochschulkurs gelandet, den ich vorhin gerade erwähnt hatte. Ja.
Also insofern ist Unzufriedenheit manchmal nicht schlecht, solange wir uns von der Unzufriedenheit nicht in tiefe Depressionen stürzen lassen. Ja? Aber wenn das nicht passiert, wenn wir Vertrauen haben, dass positive Selbstveränderung möglich ist und wir dann auch mit etwas Höherem, was immer das sein mag, vielleicht in Kontakt kommen, davon berührt, bewegt sind, ja, da könnte man sagen, ist ein Element von Shraddha da. Wie tief unser Shraddha, wie tief unser spirituelles Vertrauen ist, merken wir allerdings erst dann, wenn wir keine unmittelbaren Belohnungen mehr dafür bekommen. Ja? Wenn wir uns vielleicht, ich rede jetzt eher zu den Erfahrenen sozusagen, die vielleicht schon einige Jahre oder vielleicht auch schon viele Jahre sich auf dem spirituellen Pfad bewegen, ja? Wenn wir vielleicht keine unmittelbaren Belohnungen mehr bekommen und uns vielleicht manchmal so als einsame Rufer in der Wüste wiederfinden. Ja, weil vielleicht die bisherige soziale Gruppe, mit der wir noch bisher viel zu tun hatten, unsere Familie vielleicht, Arbeitskollegen, Vereinskumpel, Freunde, ja, weil die unseren Glauben an höhere Werte und Ideale vielleicht ablehnt. Ja. Wenn man sich vielleicht manchmal allein findet, im Extremfall, ich will jetzt nicht den Teufel herbeirufen, aber im Extremfall, wenn einen alle alten Freunde verlassen. Ja? Wenn man dann trotzdem weitermacht mit spirituellen Bemühen, dann hat man wirklich tiefes Shraddha. Ja? Also es gibt, habe ich vorhin schon mal gesagt, offensichtlich unterschiedliche Grade von Shraddha. Nicht jeder ist gleich in der Lage, so allein gegen den Rest der Welt zu stehen, nur weil er sich vielleicht gerade mal so ein bisschen für Buddhismus interessiert. Ja. Aber ich denke, eins sollte klar sein, wenn wir uns wirklich auf den spirituellen Pfad begehen, niemand muss, das ist unsere Entscheidung, aber wenn wir das wirklich tun, dann betreten wir einen unbekannten Kontinent. Ja. Wir stürzen uns in gewisser Weise auch in ein Abenteuer. Ja. Vielleicht das größte Abenteuer unseres Lebens. Ja. Und wenn wir das erfolgreich machen wollen, dann müssen wir auch offen sein. Offen sein für das Neue, das uns da vielleicht auf diesem Kontinent begegnet. Und für diese Offenheit brauchen wir wiederum Vertrauen. Vertrauen aber auch in uns selber, in unsere eigenen Fähigkeiten, in das spirituelle Potenzial, das da in uns schlummert und nur darauf wartet, ans Tageslicht zu kommen. Ja? Also ich denke, spirituelles Potenzial schlummert in uns allen. Sonst wären sie nicht hier. Sonst wären sie nicht hier hingekommen. Also da ist was in ihnen. Ja? Und das wartet in gewisser Weise darauf, größer zu werden, sich zu öffnen, zu wachsen. Wie viel sie daraus machen wollen, okay, ihre Entscheidung. Aber das Potenzial ist da, sonst wären sie nicht hier. Also in gewisser Weise Elemente von Shraddha, zumindest auch eine Art Element von Suche und der Gedanke, ja, da ist vielleicht was irgendwie in der Welt, was es mehr wert ist, als was ich sonst so mache, das muss in ihm da sein, sonst hätte ich mich hier nicht gefühlt. Ja. Okay, aber wenn man sich dann wirklich mal auf den Pfad weiter macht, Offenheit für den neuen Kontinent ist wichtig, ja, und Vertrauen. Vertrauen in erster Linie, denke ich, wieder in uns selber, dass wir das schon es machen werden, dass wir es schon schaffen werden, dass wir schon Fortschritte machen werden. Ja. Nun taucht vielleicht die Frage auf, hört sich ja alles ganz schön und gut an, aber was mache ich? Was mache ich also, wenn mein Selbstvertrauen nicht sehr groß ist und auch mein Glaube an Höheres eher wackelig ist? Das kann ja so sein. Ja. Denn es gibt ja keine Allheilmittel, aber eine Methode, Shraddha zu entwickeln, besteht darin, die Feinde von Shraddha zu schwächen. Das ist so eine traditionelle buddhistische Denkliste. Feinde von Shraddha zu schwächen. Und was sind denn wohl die Feinde, die Hauptgegner, könnte man sagen, von spirituellem Vertrauen, sind Zweifel.
Zweifel und innere Unentschiedenheit. Und wenn man diese Feinde, nehmen wir jetzt mal diese Sprache auf, wenn man die schwächen muss, dann wäre mein Tipp, kläre deinen Zweifel, kläre sie, kläre deine Ansichten, kläre deine Meinungen über die Welt und das Leben. Was glaubst du wirklich? Wovon bist du wirklich überzeugt? Ja. Also hier wieder klares Denken. Bleib nicht in so einer verschwommenen, vagen Haltung, sondern guck dir deine Zweifel genau an. Was sind deine Ansichten? Wo bist du unsicher? Hol dir die Informationen, die du vielleicht brauchst, und dann denk das wirklich klar durch. Klär deine Zweifel und komm und bleib nicht bei dem Denken stehen. Das ist auch nur eine Zwischenphase. Komm auch zu einer Entscheidung. Komm zu einer Entscheidung, was du tun willst und was du nicht tun willst, und dann bleib deiner Entscheidung treu. Ja? Unterminiere dich nicht wieder selber, wenn du dich einmal entschieden hast, okay, ich probiere mal Meditation aus, zumindest mal eine Woche, dann schmeiß die Entscheidung nicht morgen schon wieder über Bord. Ja? Oder genau umgekehrt. Ja? Also wenn du dich entscheiden solltest, Buddhismus ist nichts für mich, ja, dann bleib auch dabei, dann such was anderes. Ja? Und denk nicht schon wieder morgen, ach, dann ist ja Buddhismus doch was für mich, ja? Dann bist du wieder hier, dann pendelt sie immer hin und her. Also bleib deinen eigenen Entscheidungen treu, finde ich. Solange du nicht zu einer anderen, besseren oder anderen Erfahrung kommst. Diese Überwindung von Zweifeln ist allerdings kein rein intellektueller Prozess. Das ist alles nicht nur so eine rationale Geschichte. Vielleicht ist Willenskraft noch ein viel wichtigerer Faktor, um Zweifel zu überwinden. Ich möchte mal hier jemanden zitieren, der mit Triratna gar nichts zu tun hat. Edward Conze. Edward Conze ist ein, man könnte sagen, einer der großen deutschen Buddhisten gewesen des letzten Jahrhunderts. Ja. In Bonn geboren und in London gestorben, glaube ich. In Bonn hat er studiert. Ich weiß gar nicht, ob er in Bonn geboren ist. Ich glaube, er ist in Niederberg geboren. Irgendwie da, wo Halbwerk kommt, da irgendwie geht. Also, und Conze hat eine Menge buddhistische Originaltexte übersetzt, das hat ihn berühmt gemacht, aber er hat auch ein paar interessante Meinungen zu buddhistischen Lehren. Und Conze sagt zu Shraddha: Shraddha wird gestärkt und entwickelt durch Disziplin. Durch Disziplin und nicht, indem man Meinungen austauscht und diskutiert. Disziplin, sagt er. Ja. Zweifel kann man nicht wirklich durch Argumentation zum Schweigen bringen, so sagt Conze, sondern, zitiere mal wieder, indem wir uns in einem solchen Ausmaß läutern, dass wir für höheres Wissen würdig werden. In einem solchen Ausmaß läutern, dass wir für höheres Wissen würdig werden. Interessantes Argument, interessanter Gedanke von Conze. Innere Läuterung als Voraussetzung für höheres Verstehen. Die Entwicklung von Vertrauen, ich mache jetzt mal den nächsten Punkt von mir, Entwicklung von Vertrauen hängt auch von unserer Bereitschaft ab, gewisse Risiken anzugehen. Sie alle sind heute Abend ein Risiko eingegangen, ein Risikoflanken genügend. Ja. Die sind zu diesem Vortrag gekommen, ohne genau zu wissen, was sie hier erwarten. Ja. Und vielleicht ist das, was sie hören, auch gar nicht das, was sie gerne gehört hätten. Das mag ja so sein. Ja. Also, sie sind ein Risiko eingegangen. Aber ohne Risiko gibt es keinen Erfolg. Und ohne Erfolge wird Vertrauen nicht entstehen können und nicht wachsen können. Ja. Also wir müssen wohl oder übel, da führt leider, oder vielleicht auch nicht leider, da führt kein Weg dran vorbei, wir müssen gewisse Risiken eingehen. Um nochmal so ein drastisches Zitat von Conze zu bringen, ist wirklich ziemlich drastisch, Conze sagt, ein Händler in seinem Streben nach Wohlstand muss seinen Besitz riskieren. Ein Soldat
dessen Aufgabe es ist, wenn nötig, anderen das Leben zu nehmen, muss sein eigenes Leben wagen. Der religiöse Mensch, der danach trachtet, seine Seele zu retten, muss seine eigene Seele aufs Spiel setzen. Starke Worte von Conze, und genau genommen gibt es nach buddhistischer Vorstellung ja keine Seele, ja, für diejenigen, die sich Buddhismus auskennen, die wissen das, ja, keine Seele, die man retten könnte oder aufs Spiel setzen könnte, aber ich vermute mal, sie haben trotzdem verstanden, worauf Conze hinaus will. Wir müssen Risiken eingehen. Wenn man nicht ins Wasser geht, lernt man nicht schwimmen. Ja, ins Wasser zu gehen, wenn man noch nicht schwimmen kann, ist immer ein Risiko. Es wird nass, es kann kalt sein, irgendwas kann passieren. So. Ohne Risiken machen wir keine Fortschritte, könnte man sagen. Ich möchte jetzt noch auf eine etwas andere Definition von Shraddha eingehen, die aus der buddhistischen Tradition des Mahayana kommt. Mahayana ist die sogenannte große Fahrzeug, also dieser große Komplex von buddhistischen Schulen und Lehren, die sich ungefähr, Pi mal Daumen, so 500 Jahre nach dem Tod des historischen Buddha entwickelt hat. Ja. Und in diesem Text aus dem Mahayana wird Shraddha definiert, wird gesagt, Shraddha ist eine tiefe Überzeugung, Klarheit und Sehnsucht nach jenen Dingen, die wahrhaft real, wertvoll und möglich sind. Sie wirkt als Grundlage für anhaltendes Interesse. Zitat Ende. Also da wird Shraddha wiederum in drei Aspekte zerlegt, aber ein bisschen anders als was ich vorher erzählt habe. Ja. Tiefe Überzeugung über das, was real ist. Klarheit über das, was von Wert ist. Und Sehnsucht nach dem, was möglich ist. Also Überzeugung, Klarheit, Sehnsucht. Der Überzeugungsaspekt, könnte man vielleicht sagen, besteht für Buddhisten darin, dass sie überzeugt sind, dass es spirituell höher entwickelte Wesen als uns selber gab und gibt und dass wir uns in diese gleiche Richtung entwickeln können. Eine zweite Art von Überzeugung, könnte man vielleicht sagen, ist die Überzeugung, dass Handeln Folgen hat, ja, dass wir unseren Charakter in Gänsefüßchen verändern können, wenn wir unser Handeln verändern. Unser körperliches Handeln, unser sprachliches Handeln und unser gedankliches Handeln. Denken ist aus buddhistischer Sicht auch Handeln. Bestimmte Gedanken tauchen zwar einfach nur mal auf, okay, das könnte, aber dann, wenn wir den Gedanken nachgehen, uns entscheiden, dabei zu bleiben, ja, dann ist das eine Tat aus buddhistischer Sicht, eine gedankliche Tat, dass ich einen Gedanken nachgehe. Und, aber wenn wir das ändern, also wenn wir körperliches Handeln ändern, sprachliches Handeln ändern, gedankliches Handeln ändern, können wir uns selber verwandeln, auch unser Charakter verändern. Ja? Also das ist so eine zweite wichtige Überzeugung. Dann war hier noch genannt vor der Klarheitsaspekt von Shraddha. Naja, da könnte man vielleicht sagen, besteht darin, dass wenn man Shraddha hat, werden Dinge klar. Dinge finden ihren Platz. Gewisse Dinge werden wichtig, andere werden unwichtiger. Gewisse Dinge wird man tun, weiter tun oder neu tun und andere Dinge wird man nicht mehr tun oder nur noch seltener tun. Ja. Und an dieser Stelle von innerer Unentschiedenheit und inneren Konflikten treten Erleichterung und Klarheit, weil die Dinge haben ihren Platz gefunden. Man weiß, was man macht, was man machen will, und man weiß auch, was man nicht machen will. Ja. Und aus dieser Klarheit heraus entsteht auch zunehmend ja, eine Art von innerer Zufriedenheit, vielleicht nicht immer in jedem Moment, aber diese Art von Zufriedenheit wächst und auch
eine größere Gelassenheit gegenüber den Dingen und all dem, was da so um uns herum an Dingen so um uns herum wirbelt. Angenehme Dinge, aber auch sehr unangenehme Dinge. Ja. Also das würde ich als diesen Klarheitsaspekt von Sraddha verstehen. Der Sehnsuchtsaspekt nach den Dingen, die möglich ist. Tja, in meiner persönlichen Interpretation würde ich das so sagen, naja, wir sehnen uns nach Erleuchtung. Wir sehnen uns, ein anderer zu werden. Wir sehnen uns nach einem Zustand innerer Freiheit. Wir sehnen uns nach Befreiung. Befreiung von selbstsüchtiger Gier, Befreiung von Negativität der unterschiedlichsten Art, die immer wieder so aufpoppt in unserem Geist. Ja. Wir sehen uns auch nach Befreiung von verwirrenden Emotionen, die uns irgendwie durcheinander bringen, Neid und Eifersucht und dies und das. Ja. Angst und Furcht und Enttäuschung und Besorgtheit. Ja. Von all diesem Zeug sozusagen, die uns Sachen, die uns verwirren, davon frei zu sein. Da sehen wir uns nach. Ja. Und wenn man Sraddha hat, ja, wenn man diesen Sehnsuchtsaspekt hat, weiß man tief in sich selbst auch, dass diese Befreiung möglich ist, dass das möglich ist, wonach wir uns sehnen. Ja. Vielleicht nicht alles sofort, hier und heute, keine Ahnung, wie lange das dauert, Jahre, Jahrzehnte leben, aber wir können gewisse Fortschritte sehen und aufgrund dieser Erfahrung haben wir auch Vertrauen, dass das Endziel, wenn ich das so nennen darf, möglich ist. Wann, wissen wir zwar nicht. Was als Begleiterscheinung von Sraddha auch auftauchen kann, ist Hingabe. Hingabe. Gefühle von Demut und Dankbarkeit gegenüber den eigenen Idealen. Ja. In Indien nennt man das Bhakti. Was ist das schon mal gehört? Bhakti mit BH geschrieben. Ja. Aber Hingabe, das finde ich ganz wichtig, wird manchmal so verwechselt, dass man nämlich jemanden erlebt, der sehr hingebungsvoll ist, da denkt man, der hat eine Menge Sraddha. Oder jemand anders ist vielleicht nicht so wahnsinnig hingebungsvoll, denkt man, der oder die hat wenig Sraddha. Aber Sraddha und Bhakti, Hingabe, sind noch zwei verschiedene Sachen. Hingabe muss kein Ausdruck von Sraddha sein. Es gibt Menschen, ich habe sowas auch immer wieder hier in diesem Zentrum erlebt, das sind eher so Hingabetypen, sage ich jetzt mal, so Bhakti-Typen, denen macht es einfach Freude, große Freude, sich vor einer Buddha-Figur zu vermeiden, wie dieser hier. Denen macht es Freude, an buddhistischen Ritualen teilzunehmen, Texte zu rezitieren, Mantren zu singen, Schreine zu dekorieren, also hier so Blumen hinzustellen und Wasserschälen und die sauber zu halten. Das ist alles wunderbar, also ich sage da nichts gegen, ja. Versteht mich da bitte nicht falsch. Aber sich auch vor Buddha-Bildnissen vielleicht sogar niederzuwerfen, nicht zu verbeugen, nicht nur zu verbeugen, sondern sich sogar hinzuwerfen und so weiter und so weiter. Aber die Menschen, die ich da jetzt im Auge habe, die würden das Gleiche vielleicht auch vor einer Christusfigur tun. Ja? Oder mit Begeisterung an einer katholischen Messe teilnehmen. Oder demütig zu Füßen eines hinduistischen Yogis sitzen und so weiter und so weiter. Also wenn also andere Objekte, die sich für Hingabe, für Bhakti eignen, wenn die da auftauchen, würden sie wahrscheinlich genauso innerlich antworten. Ja? Also diese Menschen lieben und genießen Handlung der Hingabe, da ist nichts gegen zu sagen, ja? Aber das scheint ihrem Vertrauen in die drei Juwelen vorauszugehen. Aber für Buddhisten müsste Sraddha, Vertrauen in Buddha Dhamma Sangha vorausgehen, die Basis sein. Ja? Und aufgrund dieses Vertrauens, dieses Sraddha, okay, dann könnten dann Gefühle der Hingabe entstehen, bei dem einen vielleicht weniger, bei dem anderen weniger, das ist sicherlich auch eine Frage des Typs, des Temperaments, ja? Oder vielleicht auch des Lernens, ja, vielleicht ist man von seinem Naturell überhaupt gar kein Hingabetyp, hat zwar Sraddha, aber
Ja, der Buddha, ja, das kann ich schon sehen, das ist toll, Erleuchtung und so, aber nee, dann nicht verbeugen, nee, das mache ich nicht, oder so. Räucher stehen, die Opfer, nee. Ja, also, aber mit der Zeit, wenn man da vielleicht ein paar Wochen, Monate kommt, oder kriegt mit wie andere das machen, kann man sich davon dran gewöhnen, oder dann macht man so eine Puja mal mit, so ein buddhistisches Ritual, beim ersten Mal denkt man sich, ja, ach, Gott, ich renne hier raus, ja, und nach 3-4 Mal denkt man, ach, ist das schön. Das war eigentlich schön, ja. Also da sind so bestimmte Gewohnheiten, ja, dass wir uns eher als rationale Verstandestypen sehen, insbesondere Männer neigen ja eher so zu, ja. Und, aber wenn man mal diese Gewohnheiten überwunden hat, kann man auch merken, dass auch so eine Art von Hingabe auch eine Art von emotionaler Befreiung sein kann, auch ein Genuss sein kann, ja. Okay, aber das würde dann sozusagen aus meiner Sicht eher als zweites kommen, wenn gewisses Shraddha, gewisses Verständnis von Buddha Dhamma Sangha da ist, dann ist die Hingabe. Wirkliches Shraddha zeigt sich darin, dass man solche Hingabeübungen, Rituale auch dann macht, wenn sie einmal keinen Spaß machen. Ja? Aber man trotzdem zutiefst davon überzeugt ist, und weil man auch die Erfahrung gemacht hat, dass sie positive Wirkung haben werden, auch wenn sie einem gerade im Moment keine positiven Gefühle verschaffen. Ja. Ja, man könnte vielleicht sagen, dass Shraddha eine Art Gefühl ist, das man für die höchsten spirituellen Werte empfindet, ja, denen man treu bleibt, auch wenn sie einem gerade keine Lustempfindung verschaffen. Ja. Ich glaube, als ich das geschrieben habe, fiel mir so als Beispiel an, zur Illustration diese Geschichte von Milarepa. Ja, ich weiß nicht, wer kennt Milarepa, Geschichten von Milarepa? Da sind bestimmt noch ein paar mehr, aber ich vermute, ein paar kennen sie dann vielleicht doch nicht mehr. Also Milarepa ist wahrscheinlich der bekannteste tibetische Buddhist, den es je gegeben hat. Ja. Hat so im 11., 12. Jahrhundert gelebt, gilt als erleuchteter Meister, ja, und hat aber, bevor er mit dem buddhistischen Pfad anfing, eine Menge Unheil gestiftet. Genauer gesagt, er hat den Tod von 35 Menschen verursacht. Hat ihn nicht von eigener Hand umgebracht, aber er hat sie verursacht. Erzählt sich die ganze Story. Ja. Und das lässt ihn umkehren, er ist erschüttert, entsetzt, will sein Leben ändern und geht dann bei seinem, findet einen Lehrer namens Mapa und der quält ihn richtig. Ja. Der lässt ihn Türme bauen. Türme bauen. Der sagt, bau mal da einen Turm hin. Ja? Und Turme bauen heißt, der muss da die Steine alle selber zusammensammeln, baut dann einen Turm mehrere Meter hoch mit ein paar Geschossen, baut ein ganzes Jahr und dann ist wieder Reper stolz und sagt, Mapa, hey, guck mal, ich habe den Turm gebaut. Und Mapa sagt, wieso? Hast du den Turm da hingebaut? Habe ich doch gar nicht gesagt, der sollte doch da hin. Bau den wieder ab, bau den da hin. Wieder Reper baut alles wieder ab, baut den da wieder auf und wieder stolz. Und Mapa sagt, wie? Der Turm da, das habe ich nicht gesagt, das sollte mir nicht hin, das sollte noch da hin. Ja? Und so geht das Spielchen über Jahre, wirklich Jahre. Milarepas Körper ist immer völlig zustanden und blutet, Hände bluten, alles Mögliche. Und er ist oft verzweifelt, weil dieser Mapa, zu dem er auch enormes Vertrauen hat, der lässt ihn nur diese unsinnigen Dinge da tun. Ja? Und zumindest denkt Milarepa, sei unsinnig. Und irgendwann hat er die Nase voll, haut ab, sagt, nee, ich habe jetzt die Nase voll von diesem Verrückten, ja, ich lasse mich hier nicht länger quälen, haut ab, aber dauert nicht lange, dann kommt er wieder. Ja, weil er intuitiv merkt, er hat Shraddha zu Mapa als seinem Lehrer, ja, kommt wieder zurück und irgendwann hört Mapa dann auch auf, ihn diese Türme da bauen zu lassen und gibt ihm die spirituellen Lehren, die Milarepa eigentlich haben wollte. Der Grund für diese Türme, für diese Quälerei war eigentlich, dass Mapa gesehen hat, dass Milarepa so viel negatives Karma durch diesen Tod von 35 Menschen, den er verursacht hat, in seinem Geist hatte und den muss er erstmal abarbeiten. Er muss sozusagen erstmal positive Verdienste anhäufen, wie man das im Buddhismus nennt. Also das negative Karma abwälzen, indem man sich sozusagen unterwirft und alles macht. Ja. Und erst nachdem das sozusagen weg ist, sozusagen, sieht Mapa, der ist reif, und jetzt können wir mal was anderes mit ihm machen. Also das ist so eine Situation, wo
Milarepa alles andere als Lust empfinden hatte, da jahrelang da diese Türme da zu bauen, hat mir überhaupt gar keinen Spaß gemacht, aber trotzdem war da offensichtlich ganz, ganz tiefes Schradar in ihm, von ihm in seinen erleuchteten Lehrern, die in den Machen. Also das ist ein Zeichen von wirklichem Schradar, ja, wo man Sachen macht, auch wenn sie einem keinen Spaß machen. Uns mag die Geschichte von Marpa und Milarepa wahrscheinlich ziemlich bizarr vorkommen, ja, weil wir in einer Kultur leben, materialistisch, konsumorientiert, in der es schwer ist, Vertrauen zu haben und zu entwickeln. Ja. Die tibetische Kultur, in der Milarepa aufgewachsen ist, war eine Kultur von Shraddha, könnte man sagen, eine Kultur des gläubigen Vertrauens. Ich möchte deswegen zum Schluss mal ein Text aus der tibetisch-buddhistischen Kultur vorlesen. Und zwar sind es Ratschläge von Padmasambhava. Padmasambhava ist der große tantrische Meister, der Buddhismus in Tibet etabliert hat, könnte man sagen, im 6. und 7. Jahrhundert unserer Zeitrechnung. Und in dem Text gibt er Ratschläge an eine seiner beiden Hauptschülerinnen. Er hatte zwei Hauptschülerinnen, die Prinzessin Mandarva und die Prinzessin Yeshin Zogyal, ja, und zu der spricht er in diesem Text. Der Text, ich habe das aus einem englischen Buch, vielleicht gibt es ein Buch, wo das auch in Deutsch ist, aber ich habe es nur in Englisch gefunden. Ich habe es dann übersetzt, das Buch heißt da Advice from the Lotus Born, der Lotusgeborene, das ist Padmasambhava, also Ratschlag vom Lotusgeborenen, Ratschlag von Padmasambhava. Meine Übersetzung ist sicherlich ein bisschen holprig. Und ich habe auch, das sind so drei verschiedene Textelemente, ich habe die ein bisschen umgestellt, also die Reihenfolge, weil es für meinen Geschmack mehr Sinn macht, das so zu sehen. Das erste sind Bilder, die Padmasambhava gibt, wie es ist, wenn man kein Vertrauen hat. Dann gibt er Bilder, wie es ist, wenn man Vertrauen, wenn man Shraddha hat. Und das Letzte, was ich persönlich das Wichtigste finde für die spirituelle Praxis, er weist auf Bedingungen hin, die Shraddha entstehen lassen und wachsen lassen. Das ist wahrscheinlich für uns, wenn wir den Dharma üben wollen, das Wichtigste. Okay, zunächst Bilder, wie es ist, wenn man kein Vertrauen hat. Kein Vertrauen zu haben, ist wie der Versuch, Holzkohle weiß zu machen. Du bist von den Tugenden des Pfades zur Befreiung abgeschnitten. Kein Vertrauen zu haben, ist wie ein Edelstein am Boden des Ozeans. Du bist gefangen in den Tiefen samsarischen Daseins. Samsara ist die Welt des unerleuchteten Geistes. Kein Vertrauen zu haben, ist wie ein Boot ohne Ruder. Man kann das Meer nicht überqueren. Kein Vertrauen zu haben, ist wie Saatkörner auf einen fruchtbaren Boden werfen, der aber ausgetrocknet und unkultiviert ist. Keine einzige Tugend wird überleben. Kein Vertrauen zu haben, ist wie eine Saat, die von Feuer versenkt wurde. Die Keime der Erleuchtung wachsen nicht. Kein Vertrauen zu haben, ist wie eine Reise durch furchterregende Orte ohne jede Begleitung. Du wirst den Feind der verwirrenden Emotionen nicht überwinden können. Kein Vertrauen zu haben, ist wie ein Vagabund, der im Gefängnis landet. Du wirst den niederen Welten nicht entrinnen. Kein Vertrauen zu haben, ist wie ein Mann ohne Arme, der einen Felsen erklettern möchte. Du fällst in den Abgrund der sechs Arten von Lebewesen. Kein Vertrauen zu haben, ist wie ein Reh, das vom Jäger gefangen wurde. Du
Du wirst vom Herrn des Todes hingerichtet werden. Kein Vertrauen zu haben ist wie ein blinder Mann, der auf einen Schrein starrt. Schrein ist ja sowas wie dieses Arrangement hier, ja? Das Objekt des Wissens, die Buddha-Figur, siehst du nicht, weil du blind bist. Kein Vertrauen zu haben ist wie ein Idiot, der auf einer Insel aus reinem Gold ankommt. Du weißt nicht, was du gefunden hast. Und jetzt kommt ein Kernsatz, wie ich finde. Für Menschen ohne Vertrauen ist es unmöglich, Befreiung oder Erleuchtung zu erlangen. Dann kommen Bilder, sprachliche Bilder, wie es ist, wenn man Vertrauen hat. Vertrauen ist wie ein fruchtbarer Acker. Jede Anweisung, die eingepflanzt wird, wird wachsen. Vertrauen ist wie ein wunscherfüllendes Juwel. Der Segen trägt Früchte und ermöglicht alles, was man erwünscht. Vertrauen ist wie ein Weltenherrscher. Es erhält das Königreich des Dharma, Dharma die buddhistische Lehre. Vertrauen ist wie eine starke Burg. Es widersteht den verwirrenden Emotionen, den eigenen und den Emotionen anderer. Vertrauen ist wie eine Brücke oder ein Boot. Es erlaubt dir, den Ozean von Samsara zu überqueren. Vertrauen ist wie ein Seil, das in einen Abgrund hinunterreicht. Es zieht dich aus den niederen Welten heraus. Vertrauen ist wie ein heilender Arzt. Es entfernt die chronische Krankheit der fünf Gifte. Die fünf Gifte sind Gier, Hass, Verblendung, Stolz und Neid, meine ich zumindest. Ja. Vertrauen ist wie eine starke Eskorte. Es führt dich sicher durch die Gefahren von Samsara. Vertrauen ist wie ein beschützender Verteidiger. Es beschützt dich vor den trügerischen vier Maras. Wenn die vier Maras sind, lassen wir mal weg, das fühlt zu weit. Vertrauen ist wie der zunehmende Mond. Es lässt die Tugenden weiter und weiter wachsen. Vertrauen ist wie eine Bestechung, um der Gefangenschaft zu entgehen. Es überlistet den dämonischen Herrn des Todes. Vertrauen ist wie ein ansteigender Weg. Es führt dich in die erhabene Stadt. Erhabene Stadt ist ein anderer Name für Erleuchtung oder Nirvana, Buddhastadt. Und jetzt kommt als letztes Hinweis auf die Bedingungen, die Shraddha, was hier als Vertrauen übersetzt ist, entstehen und wachsen lassen. Zogya ist die Prinzessin, zu der er spricht. Zogya, wenn man dem Dasein in Samsara entrinnen will, musst du Vertrauen in den Pfad der Befreiung haben. Damit ist gemeint, Vertrauen entsteht aus Ursachen und Bedingungen und nicht aus sich selbst heraus. Vertrauen entsteht, wenn Ursachen und Bedingungen zusammenkommen und du dir die Vergänglichkeit zu Herzen nimmst. Vertrauen entsteht, wenn man sich der Ursache und Wirkung erinnert. Und jetzt nennt er eine Liste von Beispielen, von Bedingungen, die Shraddha entstehen lassen und wachsen lassen. Vertrauen entsteht, wenn man die tiefgründigen
Sutras und Tantras liest. Sutras und Tantras sind buddhistische Lehrtexte. Ja? Sutras sind die Lehrtexte eher des historischen Buddha, die sogenannten Tantras sind Texte aus der Vajrayana, aus späteren buddhistischen Traditionen. Also Vertrauen entsteht, wenn man diese Texte liest. Vertrauen entsteht, kommt ein weiteres Beispiel, wenn man sich gewissenhaften Freunden anschließt. Also spirituelle Freunde sind wichtig, denen zu folgen. Vertrauen entsteht, wenn man einem Meister und spirituellen Lehrer folgt. Bedeutet natürlich auch, man muss erstmal einen finden. Man muss erstmal einen finden, den man sozusagen für würdig hält, ihn oder sie als Lehrer, Lehrerin zu sehen. Wenn man den gefunden hat, sollte man dem auch folgen. Das ist eine Bedingung, die Shraddha entstehen lässt. Dann geht es weiter. Vertrauen entsteht, wenn man in schmerzhaften Schwierigkeiten steckt. Hört sich vielleicht erstmal ein bisschen schräg an, denn was sind damit gemeint? Naja, einmal kann man sagen, wenn wir in Schwierigkeiten stecken, in Samsara, ja, wenn wir unseren Job verloren haben oder unsere Freundin hat uns betrogen oder der Ehemann verlässt uns oder die Firma geht pleite oder was auch immer, wenn solche Dinge passieren, ist das sehr schmerzhaft, aber es ist in gewisser Weise auch eine Ernüchterung. Ernüchterung gegenüber weltlichen Dingen. Und das kann sozusagen Shraddha entstehen und wachsen lassen. Man sagt, okay, ich kann mein Herz nicht an meine Firma hängen, weil ich nicht weiß, wie lange die noch lebt oder wann die pleite geht. So, das kann nicht mein Lebenssinn sein, weil darauf kann ich letztlich nicht bauen. Ja, und auch meine Freundin oder mein Freund oder was auch immer, wie lange die bleibt, weiß man nicht. Ja. Also das wäre zumindest eine Interpretation von mir. Vielleicht haben Sie andere, warum schmerzhafte Schwierigkeiten Vertrauen entstehen lassen, wachsen lassen können. Dann geht es weiter in seiner Liste hier. Vertrauen entsteht, wenn man Opfergaben an einem besonderen Schrein macht. Also das ist eigentlich Hingabe, jetzt mal im positiven Sinne. Wenn man wirklich einen Schrein, oder man kann es verallgemeinern, einen spirituellen Platz hat, gefunden hat, wo man wirklich eine positive Beziehung zu hat, und wenn man da vielleicht was opfert, ein Räucherstäbchen, eine Kerze oder sich verbeugt oder irgendwas macht, das wird unser Shraddha wachsen lassen. Weil wir haben eine positive emotionale Beziehung. Vertrauen entsteht, Vertrauen entsteht, wenn man vollkommenem Verhalten begegnet. Also wenn man sieht und erlebt, wo sich jemand vollkommen verhält, oder vielleicht nicht 100% vollkommen, aber viel besser, als wir selber es könnten oder in der Situation getan hätten. Ja, man sieht, wo einer unheimlich freundlich und hilfsbereit und großzügig oder selbstlos oder klar oder was auch immer. Und denken, boah, sowas ist möglich. Können andere Menschen, kann ich eigentlich auch. Muss mich nur bemühen. Ja. Vertrauen entsteht, wenn man vom beispielhaften Leben, ja, der Linienmeister heißt es hier, der Linienmeister hört, aber statt Linienmeister könnte man auch einfach sagen von ja, spirituellen Persönlichkeiten. Ja. Ich finde das zum Beispiel interessant, Biografien zu lesen. Biografien von buddhistisch Praktizierenden, die weit gekommen sind. Meinetwegen die Biografie von Milarepa, ja, oder könnte auch jemand sein, der aus historisch näher ist. Ja. Wenn man von denen liest, auch das ist, zumindest sagt der Padma Sambhava, ist auch meine Erfahrung, auch das lässt unser Shraddha wachsen. Vertrauen entsteht, wenn man die, ja, Vajra-Lieder steht hier, Vajra-Lieder von Verwirklichung hört. Das ist so ein bisschen aus einer speziellen Tradition, ja, des Vajrayana. Man könnte allgemein sagen, die Lieder beschreiben, das sind Vajra-Lieder, wenn jemand seine eigene Erleuchtung oder seine Erleuchtungserfahrung oder wie er die Welt sieht, wenn er das beschreibt. Ja. Und Milarepa hat Lieder gesungen, in Tibet war das recht häufig, aber es müssen keine Lieder sein, es kann auch ein Buch sein, ein Text, es könnte auch ein Vortrag sein. Also Vertrauen entsteht, wenn jemand
von seiner eigenen spirituellen Fortschritt, könnte man sagen, berichtet. Vielleicht muss es nicht gleich voller Verwirklichung sein. Vertrauen entsteht, wenn man das Leiden anderer Lebewesen sieht. Vertrauen entsteht, wenn man die Nachteile des Daseins in Samsara bedenkt. Vertrauen entsteht, wenn man die heiligen Lehren liest, für die man eine Vorliebe hat. Steht hier. Finde ich auch interessant, für die man eine Vorliebe hat. Also lest keine buddhistischen Bücher, die dir nicht gefallen. Wo du denkst, da kann ich nichts mit anfangen, oder ist mir bizarr, ich nehme mein Ding. Also lest die Texte, die dir gefallen, die dich inspirieren. Ja. Es wird eigentlich alles inspiriert, oder nicht alles zu jedem Zeitpunkt, vielleicht in 10 Jahren, aber im Moment ist das nicht das, wo du eine Vorliebe hast, dann liest nicht das, dann liest was anderes. Vertrauen entsteht, wenn man die Qualitäten erhabener Wesen bemerkt, wenn man das sieht. Ja. Vertrauen entsteht, wenn man den Segen seines Meisters empfängt. Das ist auch wieder ein bisschen aus der tibetischen Tradition gedacht, immer so einen persönlichen Meister, der gibt dann einen seinen Segen. Wir können das vielleicht für unsere Verhältnisse übersetzen. Vertrauen entsteht, wenn man besondere Zuwendung seines Lehrers oder seiner Lehrerin oder eines speziellen Freundes erlebt. Ja? Das ist auch meine Erfahrung. Also wenn ich Sangakshita, Gründer unserer Bewegung, er lebt ja noch, hat ihn auch ein paar Mal getroffen, ja? Wenn man da in Kontakt mit dem ist, ein Gespräch hat, oder der Mann, der mich ordiniert hat, habe ich früher immer als absoluten Boost erlebt, sozusagen, wenn da eine Zuwendung war, wenn Verständnis war. Ja? Vertrauen entsteht, wenn man Verdienste und Weisheit ansammelt. Und jetzt kommt der letzte Kernsatz hier. Nein, es sind zwei. Es ist mein Rat, niemals von den Ursachen getrennt zu sein, aus denen Vertrauen entstehen kann. Also such die Bedingungen auf, die Ursachen auf, die dein Vertrauen, dein Schradar wachsen lassen. Zogyal, wenn du Vertrauen in deinem Herzen hast, musst du dafür sorgen, dass es erhalten bleibt. Wenn du es nicht hast, musst du es entstehen lassen. Okay, soweit der Ratschlag von Padmasambhava. Als absolut letzter Schluss noch eine kleine buddhistische Liste, die Liste der sogenannten 5 Schrecken. Wenn man Shraddha hat, wenn man Vertrauen hat, so sagt die buddhistische Tradition, dann verliert man diese 5 Schrecken. Also man hat diese 5 Schrecken nicht mehr. Erste Schrecken, die man verliert, man hört auf, sich Sorgen zu machen. Ja, Sorgen zu machen über die Notwendigkeiten des Lebens. Zweitens, man verliert die Angst vor dem Verlust seines Ansehens, also was die anderen Leute so über einen denken und sagen und meinen. Man hat keine Angst mehr davor, das zu verlieren. Drittens, man verliert die Angst vor dem Tod. Viertens, man verliert die Furcht vor einer ungünstigen Wiedergeburt. Und man verliert fünftens die Sorge um den Eindruck, den man auf eine Zuhörerschaft macht.